Willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us im letzten Part. Ja, haben wir Roberts Leute erledigt und sind hier in seinen Raum gegangen und was auch immer jetzt passieren wird, wir verletzen uns irgendwie auch nie. Zurück, zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Und das ist knapp. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Haut ab! Robert! Und hinterher rennen. Hier gibt es eigentlich nichts. Ihr müsst eigentlich nur hinterher. Ihr könnt sogar warten. Aber ich renne, damit es spannender ist. Ich habe keine Ahnung, wo er ist, aber... Ich habe ihn aus den Augen verloren. Mein Gott, ich war zu langsam. Aber das Spiel macht es eh egal. Okay, hier durch. Ich glaube, hier war nichts im Haus. Aber wie gesagt, nur Glaube. Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu, was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur Die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber... Es ist kompliziert. Okay. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich habe sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, wer hat die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Ah! Ah, verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Ach du Scheiße. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Oh ja. Ihr wollt den Deal? Dann los. Und ich habe auch keine Ahnung, ob es hier irgend noch was noch zu gucken gibt. Hier durch. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Alter, mit der Wunde, die sie hat. Das ist respektabel. Ah, okay. Hab mich schon gewundert. Was holt sie da gerade?
Ja, gehst du auch hoch? Danke. Jo. Kann denn kein Fenster rein? Hier gibt es keine anderen Wege. Außer hier und hier ist nichts. L3. Deine Leute? Der Rest von ihnen. L3 ist immer so. Ich hab eine Explosion vergessen. Das ist immer so das Tipp, wohin wir gehen sollen. Hier lang. Ja. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Da runter oder wie? Ich sehe schöne Teile. Zwar wenig, aber ich sehe schöne Teile. Ach man. Ich freue mich schon auf die Snipe-Stelle. Okay, gibt es. Ja, ja. Bin unterwegs. So, ja, man muss auch nach rechts gehen. Ja. Entschuldigung, nicht gewusst. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Vor allen Dingen, die Gegner hören uns nur, wenn ich irgendwie stehe und rumlaufe. Ah. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Glaub mir, das ist auch nicht meine Art, einfach so rumzuschleichen. Wir müssen zu dieser Tür. Der Tür da hinten? Ja, cool. Was du nicht sagst. Weil das beste Schleichen ist immer noch von Frontalangriff. Es funktioniert mit den richtigen Sachen ganz gut. Habe ich gelernt an einigen Stellen, wo ich nicht weiterkam. Ihr solltet uns heute keinen Ärger machen. Und cool. Ich nehme den hier. Vielleicht kriegen wir den anderen. Wen nimmst du? Ich habe keine Ahnung. Jo, ich habe aus Versehen das Richtige gemacht. Finde ich super. Ihr seht auch bei dem Schläger, den wir haben, eine Haltbarkeitsleiste. Und ja, eine halbe Schere haben wir. Und da ist eine Flasche. Ich habe noch einen Ziegel, soweit ich weiß. Und die Haltbarkeitsleiste, ja. Nach 4 Schlägen. Wow, erschreckt mich nicht so. Ist die Waffe halt put. Können wir dies einfach so erledigen? Das letzte Mal sind da, glaube ich, noch andere vorne gewesen. Deswegen wurde ich entdeckt. Der schaut gerade in die andere Richtung, also hoffe ich mal, dass es funktioniert. Sieht gut aus. Noch. Da ist eine Flasche. Oder was ist der da? Gott, was ist das für ein Kreuz? Oh. Ja. Das sind 3 Stück. Wie wollen wir die erledigen? Gute Frage. Ihr seht mich nicht. Wie wär's mit gar nicht? Wie wär's mit... Ich guck mich erstmal hier um, ob es hier nicht noch andere Sachen gibt. Weil eine halbe Schere... Ich meine, ich habe hier vieles nicht gesehen. Kann ja noch mehr drin sein. Außer Ziegelsteine. Sieht aber nicht danach aus. So. Kann ich von hier aus die besser erleben? Okay. Weil, wenn mich einer sieht, dann greifen alle 3 an. Beziehungsweise. Wo sind jetzt die anderen?
Es waren doch drei. Frasch mich nicht, Speer. Es waren drei, das weiß ich genau. Keine Ahnung. Ich benutze den Lauschmodus wieder nicht so oft. Den Grund kennt ihr ja. Oh, da ist er. Scheiße. Du bist blind, Junge. Du bist blind. Aber sowas von blind. Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot! So. Unsere Nahkampftechniken ändern sich auch. Je nachdem, wie man kämpft. Ich finde es scheiße, dass ich jetzt meine Waffe noch eine Haltbarkeit hat, weil das ist leider sehr wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob da bald andere Sachen kommen. Aber diese Schlägerwaffen als Nahkampf, die sind sehr wichtig für mich. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Wir gehen hier lang. Finde ich super. Ich gehe immer da lang. Also, ich glaube, wir passen nicht zusammen. Okay, man kann da nicht hoch. So, wir können hier nicht rennen. Finde ich uncool. Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig. Aber es geht schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, du wirst sterben. Dachte ich mir so im ersten Wir sind Moment. Jetzt auch gleich da. Ja, oh, lass... Die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Sperrzeit, ja. Sind wir im Kindergarten oder was? Nichts zum Holen. War aber auch irgendwie klar. Joel, hilf mir mal eben. Oh mein Gott, eine Szene. Wow, wow, wow. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier! Hör auf damit! Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Hey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mal. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Warum so freundlich? Gute Frage. Irgendwas zu sagen? Ne? Gut, dann machen wir im nächsten Part weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss, Leute. Mal gucken, wie sich das entwickelt und warum sollen wir sie schmuggeln. Ich weiß jetzt nicht.